Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe heute was Besonderes. Und zwar wurde mir nämlich ein Reese's Pack erstellt. Richtig geil. Also mein allererstes Reese's Pack, was quasi nur für mich gemacht worden ist. Ist auf jeden Fall richtig geil. Und ich habe ein bisschen vor, das natürlich zu zeigen. Aber natürlich in Action zu zeigen, ist ja ganz klar. Und ja, also ihr könnt hier schon mal sehen, das ist das Menü, Zitani LP und dann hier so mein Kopf drin, finde ich ganz witzig eigentlich. Und ansonsten ist das halt auch eigentlich ziemlich gut gemacht. Hat ein User gemacht und deswegen ziemlich cool auf jeden Fall. Bin ich jetzt hier überhaupt in den Team gekommen? Ich glaube nämlich nicht. Ist hier auch einfach UHC, was wir spielen. Ganz klassisch. Auf Gomme. Und hier sind auch richtig wenig Bäume. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, vor allem weil hier so viele Leute jetzt sind und ich kein Holz habe. Auch schon abgefarmt, das ist natürlich kacke. Aber wir haben noch, ich weiß nicht, wie lange hier die Friedensphase ist, aber anscheinend ist noch Friedensphase. Oder auch, ja doch, ist noch Friedensphase. Wir sind auch ziemlich schnell am Laufen, das ist nämlich Speed UHC. So, ja, ist auf jeden Fall ein cooles Reese's Pack. Kann man anders nicht sagen. Zack. Ich mach mal ganz schnell hier ein Schwert, damit ich schon mal wenigstens eine Waffe habe. So, und ich finde das ganze Menü ist auch ziemlich gut gemacht so. Also es ist relativ easy gemacht. Aber es ist halt schon vom Style her ist es eigentlich ganz cool. Vor allem, weil das, ich glaube, es ist ein 128er Reese's Pack. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was er gesagt hatte. Ob das so eine Mischung ist. Und ihr findet natürlich auch den Download-Link in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das einfach mal selbst holen. Das ist eine ZIP-Datei. Ja. Und diese ZIP-Datei solltet ihr am besten mal auf den Desktop ziehen und dann entpacken da. Denn ihr braucht den Ordner, der da drin ist, oben. Das dann zu haben. Also ihr müsst den Ordner dann quasi in euren Reese's Pack Ordner ziehen. Und dann geht das klar. Oh geil, hier kriegt man sogar die Eisenbarren direkt raus. So. Wo ist der Typ? Da unten. Okay, okay. Den folgen wir mal und werden den mal töten. Oder ist das... Hä? Ach, die Schutzzeit endet in 3 Minuten. Okay. Dann kann ich den natürlich jetzt noch nicht töten. Oh, shit. Ich dachte, die endet in 3 Sekunden, habe ich jetzt gelesen. War natürlich Fail. Naja. Aber dann brauchen wir auch gar keine Kohle eigentlich, oder? Wenn wir doch eh schon alle Dinger hier rauskriegen. Oh. So, haben wir denn hier noch irgendwie ein bisschen mehr Stuff? Hier ist natürlich noch mehr Eisen, das brauchen wir auch eigentlich. 2 Minuten haben wir noch, da können wir nämlich schon Rüstungsteile bauen. Ist natürlich sehr geil. Und ich finde auch hier die Texturen, wie zum Beispiel das Schwert oder so, oder die Spitzhacke, finde ich extremst geil. Also ist wirklich geil und dass alles auch so lila gehalten ist so ein bisschen, passt natürlich auch zu meinem Kanal, Kanaldesign und so weiter. Hat er gut gemacht. Hat er wirklich gut gemacht. Kann man anders nicht sagen. Könnt es euch einfach mal holen und wäre natürlich cool, wenn ihr es dann auch verwendet. Ist natürlich Geschmackssache. Reese's Packs ist der eine mag Default, der andere mag das hier zum Beispiel. Also es ist komplett unterschiedlich. Also ist natürlich eure Entscheidung, was ihr damit macht. Aber ihr könnt es euch natürlich gerne holen. Ist gar kein Problem. So, und jetzt hier geht es anscheinend nicht weiter. Ich hätte auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Rüstungsteile hier craften. So, zack. Das geht auch schon mal klar. Jetzt fehlt uns noch ein Eisen für einen fucking Helm. Das wäre halt noch echt gut. Hier haben wir noch ein bisschen Experience, die wir kriegen können. Och ne, kriegen wir noch nicht mal. Was kriegt man da? Fackeln. Das Kohle kriegt man Fackeln. Okay.
auch chillige Sache. Ja, jetzt fehlen uns quasi eigentlich nur noch ein Helm und Diamanten. Und dann sind wir eigentlich gut bestückt schon. Hier haben wir direkt gefunden. Oh, ich habe gleich kein Holz mehr, weil ich hier immer neue Werkbänke crafte. So, Helm und Helm an. Alles klar, wir sind eigentlich ganz gut equipped, würde ich sagen. Ist noch auf der 1.8 hier. Oh, da ist ein Zombie. Ist auch relativ hell hier in der ganzen Höhle. Also die... Oh, 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 jetzt ist es dunkel. Alles klar, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Ich mache hier mal ein bisschen Licht so. Das heißt, jetzt muss man auch quasi Kohle sammeln gehen. What the fuck, ey, wie dunkel das auf einmal geworden ist. Richtig unnormal. Aber naja, wir gucken hier einfach mal. Ich werde jetzt übrigens auch 2 Videos am Tag raushauen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist eine Riesenhöhle, schreibt einer, ja. Okay. So, aber ich brauche auf jeden Fall ein paar Fackeln hier. Man kriegt leider nur eine Fackel pro abgebaute Kohle. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber so Kohle ist halt auch sehr schnell eigentlich abgebaut. Oh, kacke, da geht's richtig hart runter noch. Die Frage, ob wir bis ganz unten hin sollen. Oder ob wir das einfach mal lassen. So, wir gucken mal hier ein bisschen. Leuchten das mal ein bisschen aus hier, aber irgendwie scheint hier dann doch nichts zu sein. Also auch die Typen. Wir brauchen natürlich auch mehr Essen. Wir haben nur 5 Fleisch. Ist jetzt auch nicht so viel. Jetzt haben wir schon wieder keine Fackeln mehr. Boah, ich sehe das, sehe den Zombie nicht. Sollen wir hier einfach mal runterjumpen? Ja. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass mich hier kein Creeper überrascht. Denn ich sehe total wenig. Ah, naja. Wir passen einfach mal ein bisschen auf. So, Pfeile. Quatsch, Pfeile. Fackeln meine ich. So. Ich bin auch wieder heute online, Livestream. Ja, könnt ihr einfach einschalten. Da werden wir auch ein bisschen auf dem Gommes-Server spielen. Ein bisschen andere Games noch. Wahrscheinlich CSGO. Dann könnt ihr einfach mal gucken. So. Okay, 14. Wow, 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 wow. Zum Glück kein Creeper, ey. Ich wäre sowas von tot gewesen. Alter. Wird man immer wieder überrascht von irgendwelchen Kreaturen. Boah, hier ist ein richtiger... Oh, eine richtige Schlucht. Geht mir nicht auf den Sack. Oh, kritische Treffer sind mit meinen Köpfen. Das habe ich auch jetzt erst gesehen. Nice. Sind da unten irgendwo... Nein! What the fuck? Oh. Was war das denn? Das gibt's ja nicht. Oh nee. Wurden wir von einem Skelett da runtergeschossen? Wir sind ja noch auf dem Dingen gelandet. Oh nee. Ist nicht wahr. Ah, die Zombies, ey. Und die Skelette. Richtig hart. Richtig hart. Naja, Leute, das war's wohl mit der Runde. War jetzt ein bisschen überraschend, der Abgang. Aber naja, ihr wisst ja, wie das manchmal ist. So scheiß Skelette, wenn die einen runterschießen, ist natürlich Mist. Aber ich hätte vielleicht da noch mehr Ausfall. Aber ich habe ein bisschen, hab ich da ja schon... oh, hier ging's runter. Ja, hier war ich. Ich habe da ja eigentlich schon ganz ordentlich so ausgeleuchtet. Deswegen ein bisschen blöd alles gelaufen, aber naja. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Runde. War jetzt eine relativ kurze Runde. Ich werde auf jeden Fall aber auch noch längere hochladen. Ich habe ja jetzt auch das nötige Internet dafür. Und im Livestream kann man das auch ziemlich gut spielen, immer so. Und dann würde ich sagen, Leute, guckt euch das Resource Pack mal genauer an. Ja, ich kann euch hier mal noch... Ach nee, geht ja jetzt nicht. Aber das ist das Menü. Ja, ist eigentlich ganz cool, finde ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen, ist ja klar. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Also haut rein. Tschüss.